Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Ihr habt es im Titel gesehen und ich bin mir sicher, ihr habt schon lange drauf gewartet. Wir haben uns vorgenommen, zwei Versionen von Ramen-Nudeln zu machen. Nicht heute in diesem Video, sondern heute machen wir die Quick and Dirty Variante, die aber trotzdem noch um Längen besser ist als das, was man in der Büchse kaufen kann oder halt in so einem Pappbecher, ne? Wenn ihr innerhalb von 30 Minuten euch zu Hause ein paar geile Ramen machen wollt, seid ihr hier perfekt aufgehoben. Ich sage euch was. Wir machen Miso-Ramen mit Shoyu, ja, wie soll ich sagen, so ein paar Aspekte mit drin, ne? Weil ich will dieses Schweinefleisch oben drauf haben, aber um uns eine schöne Brühe zu machen, ist Schweinefleisch halt einfach perfekt geeignet und das auf die Schnelle. Grundvoraussetzung ist, hier so ein bisschen Hühnerbrühe mit ein bisschen Dashi. Dashi werdet ihr euch zu Hause nicht selber kochen, ne? Besteht aus Kombu-Algen und Bonito-Flocken. Das gibt es aber im Asialaden als Instant-Pulver. Perfekt. Ja. Da hat man einfach Dashi gekocht, es runtergebrochen und kann es als Instant-Pulver kaufen. Das ist nichts Schlechtes, kauft euch das. Und so eine Hühnerbrühe, ja, könnt ihr euch entweder selber kochen, gibt es im Glas. Es gibt auch hochwertige Fertigprodukte da, das ist überhaupt kein Problem. Greift darauf zu, anders werdet ihr es in 30 Minuten sonst nicht schaffen. Normale Brühe für Ramen, 6, 8, 24 Stunden, da ist alles möglich. Ne? Das ist so, jeder macht das anders. Was wir auf jeden Fall von Anfang an schon mal machen müssen, ist Eier kochen. Sekunde, ich hole ein Ei. Da ist es. Immer schön Bio-Ei. Und zwar gibt es ja immer diese geilen, ihr wisst schon, diese Sojasoßen-Eier. Ne? Aber das werden wir auch in 30 Minuten nicht hinkriegen. Deswegen werden wir es ein bisschen faken. Aber ja, optisch ist es nicht zu unterscheiden. Ja? Also heißes Wasser. 7 Minuten Timer bitte. Ja, dann kriegen wir so ein schönes wachsweich gekochtes Ei. Das sind recht große Eier. So läuft das. Also 7 Minuten laufen. Dann fangen wir an mit unserem Schweinefleisch, weil das tendenziell das ist, was am längsten dauert. Ne? Und dafür müssen wir uns Marinade fertig machen. Also Punkt 2. Wir haben hier Hack, Schweinehackfleisch und hier haben wir Schweinebauchfleisch. Ungefähr Zentimeter dick geschnitten. Das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir nachher oben drauflegen wollen. Und aus diesem Schweinehackfleisch ziehen wir uns eine kräftige Suppe, kräftige Brühe raus. Ne? Für das Schweinefleisch brauchen wir ein bisschen Marinade. Timmy, da musst du mir wieder helfen, gell? Ja. Wir fangen an mit Sojasauce. Eins. Sojasauce, einen fetten Esslöffel. So, dann geht's weiter mit? Halben Austern. Halbe Austernsoße. Ja, das machen wir nachher. Damit werden wir nachher unser Schweinefleisch, wenn wir das gebraten haben, einfach übergießen und dann lassen wir das da so schön lackieren in der Pfanne. Das ist geil, ja? Dunkle Sojasauce? Ist die auch mit dabei? Halber. Ja, ein halber, gell? Ja. Die bringt nachher die gute Farbe rein. So, was ist das nächste? Mirin? Mirin 1. Einen Esslöffel Mirin. Gibt's alles hier im Supermarkt zu kaufen, ja? Da kommt ein bisschen Süße her und so, halbe, ne, von Mirin. Austern. Bitte was? Halbe Auster. Den habe ich schon. Dann Honig. Auch halb. Auch einen halben. Einen halben Esslöffel Honig. Da könnt ihr auch substituieren, vielleicht mit einem Mais-Sirup, wenn ihr den kriegt oder so. Das passt auch hervorragend dazu. Aber der Honig tut's auch. So. Brauchen wir Zucker, Tim? Auch einen halben. Komm, ein bisschen noch. Schön süß. Salz, Pfeffer. Steht nicht drauf, gell? Aber machen wir rein. Ein bisschen Salz. Und ein kleines bisschen Pfeffer. Ich nehme mir immer so einen groben Steak-Pfeffer. Rezept steht ja unten drin, ne? Ihr könnt das alles nachlesen. Und was kommt noch? Ein Teelöffel MSG. Zauberpulver! MSG! Ihr könnt es weglassen, schmeckt halt nicht so geil. Und ihr könnt es reinmachen, dann wird es geil. So. Wir machen einen halben Esslöffel, ich habe mich verschrieben. Halber Esslöffel MSG kommt mit rein. So, dann rühren wir das hier auf. Und ich glaube, es kommt eigentlich noch ein bisschen Wasser hinzu. Zwei Esslöffel Wasser und Ingwer Knoblauch. Ingwer und Knoblauch. Wir machen aber jetzt keinen Esslöffel Wasser rein, sondern wir nehmen einfach schon von unserer Geflügelbrühe, weil Geflügelbrühe tendenziell immer viel besser ist, als Wasser zu nehmen. So, und dann noch ein bisschen geriebener Ingwer und Knoblauch. Ne? So, das mache ich hier schnell noch auf der Reibe, da braucht ihr mir nicht zugucken. Ingwer, Knoblauch gerieben. Daumendickes Stück, sage ich immer. Und 2, 3, 10 Knobi, je nach Größe. Das kommt hier auch mit rein. So, und dann ist das hier lecker aufgerührt. Und wartet hier. So, jetzt nehmen wir unser Schweinefleisch. Ich nehme jetzt mal so zwei. Dann halbieren wir es schon mal direkt. Und was wir jetzt schon mal machen ist, wir schneiden es hier, also wenn ihr so direkt Knorpel findet oder sowas, ne, macht's weg. Man kann das mitessen, in Asien ist das auch gewollt. Aber ich sag mal so, wenn wir so drauf rumbeißen, ist es ja doch irgendwie immer fremd. Ne? So, was wir jetzt machen ist,
das so ein bisschen rautenförmig einschneiden. Nicht ganz durch, sondern einfach nur, dass wir da so ein bisschen, ihr wisst schon, Struktur reinkriegen. Und wirklich nur eingeritzt, ne? Und vor allem, dass die Haut sich nicht zusammenzieht. Das ist schon sehr, sehr geil. So, guckt nochmal hier. Dann in Raute. Es muss gar nicht viel sein, bloß nicht durchschneiden. Ne? Wir wollen kein Gulasch, sondern wir wollen einfach die Oberfläche so ein bisschen perforieren. Dann kann das gut die Soße aufnehmen. Es wird ein schönes Bild abgeben, wenn wir das gleich in der Grillpfanne gegrillt haben. Ihr könnt es auch in einer normalen Pfanne machen, aber Grillpfanne ist halt gerade da, so wie die alle anderen Pfannen auch. Ihr werdet sehen, man braucht da so ein bisschen Material dazu. Man kann das alles vereinfachen, aber so funktioniert es halt gut. Ne? So, Grillpfanne geht jetzt hier mal auf 8 von 10 und da brauchen wir kein Fett. Ja, die sind ja top beschichtet. Hoffmann-Pfannen, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr Hoffmann-Pfannen auch braucht, ich sage es nochmal der Vollständigkeit halber, unten ist der Link in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch so geile Pfannen kaufen, die hervorragend funktionieren. Ja? So, das braten wir jetzt hier schon mal auf der Seite. Derweil nehmen wir uns hier den Frühlingslauch. Das Weiße geht nämlich jetzt mit in unsere Brühe rein. Fein geschnitten. Und das Grüne machen wir nachher als Deko und frischen grünen Aspekt oben auf die Rahmennudeln mit oben drauf. Ja? Einfach hier schön in kleine Röhrchen schneiden und da schön präzise arbeiten, dann sieht es nachher gut aus. Wunderbar. Oh, riecht das schon geil, Alter. Ja, so ein gegrillter Schweinebauch, ne, das ist schon... So, jetzt haben wir hier Wok aufstehen, der steht jetzt auf 7. Da kommt Schweinefleisch rein. Ja, einfach das Schweinegehackte, das ungewürzt, einfach Schweinehackfleisch. Und dann hier mit dem Wokspachtel direkt so ein bisschen klein machen. Und da geben wir auch ein kleines bisschen Öl dazu. Das ist einfach zuträglich der Konsistenz. So, und das wollen wir gar nicht so großartig viel Farbe nehmen lassen, ne? Sondern da geht es eher darum, dass das rundherum so ein bisschen angeschwitzt ist, leichte Farbe nimmt und wir den schönen Schweinefleischgeschmack da rauskitzeln. Ich empfehle euch da nicht irgendwie so ein Schweinefleisch aus dem Discounter zu nehmen, sondern lasst euch da lieber vom Metzger mal 250 Gramm machen. Ja, so, die Eier sind auch gleich fertig bestimmt für mich, ja? Sehr gut. Eier sind gekocht. So, dann schütten wir die mal ab und lassen hier mal so ein bisschen kaltes Wasser reinlaufen. Dann können die abkühlen, ne? So, das hier geht da auch gleich mit rein. Ihr seht, einfach so leichte Hitze, ne? So soll das sein. Dann geben wir jetzt auch schon den Frühlingslauch mit dazu. Alter, jetzt geht's halt los, gell? Schwein, Zwiebelche, das ist schon gut. So. Das hier kühlt ab. Und ihr seht, da muss man schon so ein bisschen Multitasking machen. Ne? Man kann das natürlich auch einfach die Eier in Eiswasser werfen. Komm, wir drehen mal das Schwein um. Schaut mal, wie es jetzt aussieht aktuell. So, das ist das, was wir erstmal wollen. Ne? Ganz schöne, leichte Farbe. So ein paar Grillstreifen drauf. Ja. Ja, Geruch, perfekt. So, das hier ganz locker anbraten. Leute, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Ich brate mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder, ja? Schön farblos, aber rundherum angebraten. Ist mir wichtig, darauf zu achten, dass wir das Schweinefleisch hier schön so klein und bröselig hinbringen. Ne? Man will jetzt nicht unbedingt so riesige Klumpen nachher auf der Gabel im Löffel haben. So, jetzt ist der Punkt, wo wir so ein bisschen Chilipaste hinzugeben. Ich habe jetzt hier so eine thailändische scharfe Chilipaste. Das kann aber auch jede andere sein. Ne? Da könnt ihr einen Sambal nehmen oder frische Chilis oder. Ich finde die geil. Wer sie nochmal sehen will, Thai-Chili-Paste aus Thailand. Wir haben auch ein Video, gell, mit asiatischen Produkten, die man immer zu Hause haben sollte. Blenden wir euch gerade mal hier oben ein. Ist wirklich gut, hat einen Mehrwert. Wenn ihr euch damit eindeckt, habt ihr immer alles da. So, das geht hier mit rein, weil es ist ja auf jeden Fall keine scharfe Brühe, aber wir brauchen so ein bisschen, ja, so ein bisschen was muss ja da sein. Ne? Das ist ja wichtig, absolut wichtig. So, und während das hier auch mit anschwitzt, gehen wir schon hin und machen Miso-Paste mit rein. So, ich habe hier eine helle Miso-Paste und da machen wir einen fetten, gehäuften Esslöffel voll Miso-Paste mit rein. Und das lassen wir jetzt auch so ein kleines bisschen mit schwitzen. Ja? Der Geschichte hier müsst ihr ein bisschen Zeit geben, damit es alle Möglichkeiten hat, seinen Geschmack zu entwickeln. Ja?
Und durch die Wärme wird es jetzt aktiviert und so. Und dann gucken wir schon mal parallel dazu, wie mein Schwein hier aussieht. Ja, es macht hervorragende Fortschritte. Schau mal, schön. Das geht halt in der Grillpfanne perfekt, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Ja, das drehen wir jetzt hier so ein bisschen runter auf 6. Eigentlich ist das hier schon fast fertig. Und jetzt gehen wir aber rüber, nehmen die Marinade mit und machen hier schon mal so ein bisschen was oben drauf. Oh ja. Oh ja. Ey, wenn ihr wüsstet, wie das jetzt riecht, ne? Boah. Schön runter, 5 von 10. Ganz locker, da ist der Zucker mit drin. Ja. Jetzt schön mit dem Zucker in der Marinade klebrig einkochen lassen. Schön durchziehen. Und ihr seht, es bereitet mir wirklich, wirklich Freude. Weil das einfach, sag ich mal, runtergebrochen, ne? So schnell und einfach geht, dass man es zu Hause echt gut nachmachen kann. So, den Rest da auch mit drauf. Und dann lassen wir das hier so ein bisschen schön einkochen und das Fleisch damit glasieren. Ah, sehr schön. So, wie sieht es hier aus? Wunderbar, Miso-Paste mit angeschwitzt. Geruch ist auf jeden Fall komplett geisteskrank. Macht jetzt schon richtig Bock auf mehr. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir 1 Liter Geflügelbrühe dazugeben. So. 1 ganzer Liter. Und jetzt, ihr Lieben, lassen wir das einmal kurz aufkochen. Ist geil, wie diese Spachtel hier einfach so perfekt reinpasst. Gell? Das bereitet mir immer wieder Freude. So. Das lassen wir jetzt einmal kurz aufkochen und dann geht es nicht darum, das jetzt ewig lang kochen zu lassen oder ähnliches, sondern es soll so kurz unterm Siedepunkt so ganz leicht so vor sich hin simmern. Ne? Und das ist auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Guckt euch mal, wie geil. Also, guckt euch das mal an hier. Ja? Hammerhart, oder? Das ist doch genau das, was du willst. Boah, ja. Leute, wir haben es schon fast geschafft. Mein Schwein ist fertig. Das kommt jetzt auf die Seite. Derweil stellen wir uns schon mal einen Topf auf, um die Nudeln zu kochen. So, oder? Und ja, dann räume ich schon mal so ein bisschen auf und sehen wir uns gleich wieder. Guckt euch das mal an. Seht ihr diese Miso-Flöckchen da drin? Wenn man das jetzt einmal umrührt, ist es sofort wieder da und es emulgiert. Genau das, was wir haben wollen. Eine schöne, kräftige Brühe. Habt ihr gerade mal probiert, es passt hervorragend. Muss ich schon mehr Salz dran, gar nichts. Ne? Guck mal, die Eier haben wir schnell geschält in der Zwischenzeit und einfach ein bisschen dunkle Sojasauce hier drüber gegeben. Jetzt ziehen wir hier von Zeit zu Zeit mal. Es schmeckt nicht so krass wie so jetzt ein 24 Stunden eingelegtes Ei. Aber die Optik ist da und die dunkle Sojasauce tut auch, was sie machen muss. Ne? So, Nudelwasser kocht. Tim, Rahmnudeln, 4 Minuten. Dann geht's auch schon los. Also, die Jungs kommen hier rein. Achso, Instant-Ramen, ne? Diesmal. Gibt's auch frische, gibt's alles Mögliche. Ich habe jetzt die gewählt. Ja, hier, so Bio-Geschichte. Wir gucken es uns an. Genau 4 Minuten. So, derweil. Nehmen wir die Brühe mal kurz auf die Seite. Die ist nämlich fertig. Nehmen einen zweiten Wok, geben den auf Vollgas, machen kein Fett rein und lassen den mal kurz heiß werden. Derweil habe ich mir hier noch so ein kleines Töpfchen geholt. Das steht hier vorne auf der Seite. Und da kommt rein, ich habe hier so ein kleines Döschen Mais. Ja? Einfach hier rein mit dem Saft, der auch in der Dose drin ist vom Mais. Und das lassen wir jetzt hier einmal schnell heiß werden. Und wenn das heiß wird und heiß ist, packen wir hier ein fettes Stück Butter mit rein. Da haben wir nachher so einen schönen Buttermais. Boah, das wird der Knaller. Habe ich übrigens gerade gegessen in Amsterdam. Deswegen bin ich voll auf diesen Buttermais-Kick drauf. Können wir doch einfach mal hier oben einblenden, oder Tim? Ja? Da waren wir nämlich in Amsterdam auf einer Foodtour. Da gab es hervorragende Ramen. So, die kochen jetzt. 4 Minütchen. Der Wok gibt gerade Vollgas. Oh, das sieht schon gut aus. Und dann haben wir hier die Sprossen. Ihr könnt die natürlich so auf eure Nudeln einfach oben drauf machen, aber sind halt schon schwer langweilig. Ne? Deswegen, die schmecken schon sehr, sehr geil, wenn man die so ein bisschen angebraten hat. Wir nehmen ganz, ganz wenig Öl. Wirklich ganz, ganz wenig. Nur, dass das gleich so ein bisschen, ja, hat wieder so eine Konsistenzsache für mich. Ne? Und Wok heiß und dann einfach rein damit und auseinander. Und schön braten lassen. Ja? Erstmal nicht anfassen, sondern richtig schön auf Vollgas. So, dann habe ich hier Nori-Algen. Dann machen wir uns auch gleich ein bisschen was mit oben drauf. Einmal durchgeschnitten. Die kann man ja dann einfach so mit oben reinpacken.
in seine Nudeln. Ja. Ihr könnt sie doch klein schneiden, oben drüber packen, was auch immer ihr vorhabt. Da ist ja beim Ausdekorieren alles erlaubt. Ne? Dann haben wir hier schon fast alles fertig. Das Fleisch steht auch schon da. Die Eier sind cool. Hier brät es. Einmal drehen. Ja, und ihr werdet sehen, wenn man die hier so ein bisschen schön heiß brät, schmecken die ganz anders, als wenn man sie einfach nur so da oben drauf packt. Timmy, was sagt die Nudeluhr? Ist noch ein Minütchen. Noch ein Minütchen. Nun gut. Dann würde ich sagen, wir warten das Minütchen noch ab. Perfekt. Guck mal hier. Gebraten, Nudel, Ramen fertig, Brühe fertig. Habe ich noch mal kurz eine Hitze gegeben. Jetzt machen wir noch schnell den Mais. Tim, siehst du das hier drüber, was hier los ist? Nee, gell? Hier ist einfach nur Mais, der kocht. Und dann kommt da fettes Stück Butter mit. Ach komm, was soll der Geiz? Von nichts kommt nichts, ne? So, und jetzt wird das einfach hier mit der kalten Butter verrührt und gibt hoffentlich so eine schöne Bindung. Dann haben wir so einen geilen Buttermais und das wird dann so obercremig, wenn wir das gleich da reinhauen. So. So sieht das hier aus, Leute. Und da geht nur noch ein kleines bisschen Salz mit dran. Und dann war es das auch schon. Genau das willst du haben, ne? Salz, Butter und Mais. Stellt euch vor, ist schon geil. So, Ramen. Her damit. Wir nehmen die. Setzen uns die hier unten rein. Und legen die hier so ein bisschen rüber. So, dass wir gleich oben drauf schön noch ein bisschen was von unseren Sachen drapieren können. Ah, tippitoppi. Ja, die sehen schon geil aus. Konsistenz passt mir auch. So, hervorragend. Geht hier auf die Seite. Dann gehen wir jetzt her und nehmen unsere schöne, kräftige Brühe. Und dann geht es da oben drüber. Das reicht auf jeden Fall für 2-3 Portionen, ne? Und ihr seht schon, hier ist richtig Power drin. Und wie schön das aussieht, ne? Dass das Schweinefleisch hier drin keine Farbe hat. Das ist auf jeden Fall das, was ich sehr, sehr geil finde aktuell. Weil dann hast du nicht diese Brataromen, sondern die von der feinen Brühe. Ne? Also hast trotzdem eine schöne, kräftige Miso-Schweinebrühe. Einfach gut. So, dann gehen wir her, nehmen von unserem Schweinefleisch, setzen das hier drauf. Timmy, kannst du das sehen? Ist das nicht geil? Ich hoffe, unsere Leute kriegen das alle mit da draußen. Was sie hier für ein geiles Zeug machen. Und das innerhalb von dieser kürzesten Zeit auf jeden Fall auch. Ne? So, dann geht hier eine fette Portion Frühlingslauch mit drauf. Dann haben wir hier noch unser Ei. Ein Ei. Das wird halbiert. Wenn ich ein Messer finde, da ist eins. Wachsweich. Und schaut mal. Das ist doch von der Farbe her. Ja, erinnert es doch auf jeden Fall an das, was es eigentlich sein soll. Ne? Schön wachsweiches Eichen. Perfekt. So, ihr Lieben. Jetzt geben die Sprossen noch mit drauf. Da holen wir uns hier so ein paar. Schön angebraten. Oben drauf gesetzt. Und jetzt geht hier noch ein bisschen Nori mit rein. Und jetzt schaut euch das mal an. Miso-Rahmen in 30 Minuten. Und ganz ehrlich, wenn das nicht geil aussieht, ja, wir machen ein Foto. Und ja, der aufmerksame Zuschauer wird es eben gemerkt haben, wir hatten vergessen, den Mais drauf zu machen. Wir haben es aber vor dem Foto gemerkt. Also hier, der geile Buttermais, guck mal. Der ist mit drauf, ne? Das ist jetzt nur, oh, herrlich. Sehr, sehr geil. Leute, ich probiere. Mein Gott, als allererstes natürlich, ne? Machen wir uns hier mal so ein Ei kaputt. Das ist immer das, was man sich nachher aufhebt, ne? Aber ich will das mit drauf haben. Geilen Nudeln. So ein bisschen Ei dazu gleich. Oh. Ich probiere erstmal Nudelchen. Gut. Sehr gute Qualität. Haben eine schöne Konsistenz. Schaut mal das Schwein an. Also wenn das nicht hübsch ist. Boah. Ich sag's euch, Leute, da müsst ihr an anderer Stelle richtig Kohle für bezahlen. Der große Löffel, Brühe, Ei, bisschen Mais, bisschen Frühlingslauch
Ein paar Nüdelchen sind mit drauf. Ohne Flachs. Es funktioniert hervorragend. Ja? Ob dir jetzt individuell ein bisschen mehr Salz, ein bisschen mehr Pfeffer, Soja, irgendwas. Aber diese Mischung aus Butter, Mais und diese kräftige Hühnerbrühe mit diesen Schweinefleischaromen, die wir jetzt haben, ne? Ich sag's euch, ist ein grundsolider Teller, Schüssel, Ramen. 30 Minuten maximal braucht ihr dafür. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video gedauert hat, aber wir haben euch ja ein bisschen Zeit rausgenommen, ne? Schon ganz okay. Wir hauen uns das jetzt auf jeden Fall rein. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Hier unten ist die Abo-Box. Und ja, wenn ihr Bock auf geile Pfannen habt, habe ich ja schon gesagt, was ihr machen müsst. Ihr könnt jetzt noch einen netten Kommentar schreiben, einen Daumen nach oben geben und vielleicht mal euren Freunden, Familien und wem auch immer davon erzählen, was der dicke Papa hier für einen geilen Scheiß macht. Ja? Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein.